So, moin ihr Lieben, heute kurzes Video zur Kettensäge, Motorsäge, und zwar folgender Hintergrund. Ich habe vor 10 Jahren oder sowas mal einen Führerschein gemacht, Kettensägenführerschein, Motorsägenführerschein, habe in der Zwischenzeit vielleicht 5-6 Mal mit einer Motorsäge gearbeitet, wollte jetzt für mein Projekt, für die Hollywood-Schaukel, die ich da jetzt aufhängen möchte, einfach einen Stamm oben so ein bisschen absägen. Und habe gemerkt, ich kenne mich gar nicht mehr so richtig gut aus mit dem ganzen Zeug. Deswegen will ich einmal kurz ein Auffrischungsvideo machen, wie man so eine Kettensäge-Motorsäge richtig startet. Ich muss kurz den Traktor vorbeilassen. Genau. Wichtig, Sicherheit. Sicherheit geht wirklich vor bei der Motorsäge, Kettensäge, weil ja, falsch damit umgegangen kann tödlich sein oder wirklich grauenvolle Unfälle nach sich ziehen. Deswegen ist es auch extrem wichtig, so einen Kurs zu machen. Vor allem, wenn du wirklich in den Wald gehen willst, Bäume fällen, die Technik muss man lernen, den Umgang musst du lernen. Siehst auch schöne Bilder von Unfällen, dann weißt du, dass Sicherheit vorgeht. Ich habe eine Schnittschutzhose angezogen, Sicherheitsschuhe mit Schnittschutz, mit Stahlkappe und mit griffiger Sohle. Extrem wichtig, scheiß Handschuhe habe ich an. Wenn ihr wirklich damit arbeiten wollt, nehmt euch ordentliche so Leder-Chrom-Handschuhe, gibt es, fragt am besten im Fachhandel nach. Genau, dann natürlich einen Helm aufziehen, wenn ihr im Wald seid. Mit Visier vorne, dass euch nicht irgendwas ins Gesicht fällt. Ohrenschützer, ist laut dieses Ding. Genau. Dann zum Tanken, ja, recht einfach. Also Öl kommt vorne rein, kannst du einfach öffnen, aufdrehen. Manche Maschinen haben da so einen Schlüssel, den du da reinstecken musst. Hinten ist Benzin, da kommt ein Benzingemisch rein. Ja, schaut im Internet am besten, wenn ihr das selber mischen wollt. Ich habe dazu kein Video gemacht bisher. Dann eine wichtige Funktion ist hier die Kettenbremse. Wenn die vorne ist, lässt die sich nicht bewegen. Wenn du die nach hinten ziehst, nach oben ziehst, ist sie freigegeben. Ja, ist vor allem zur Sicherheit da. Wenn die dir entgegenschlägt und sich was verkantet, bremst du sofort die Kette mit deiner Hand selber zum Start. Immer die Kettenbremse anmachen, damit sich das Sägeblatt nicht versehentlich mitdreht und dir irgendwas ins Gesicht fliegt oder sonst irgendwas. Genau, dann gibt es hier, also zum Anmachen selber, gibt es zwei genehmigte Techniken. Einmal zwischen die Knie nehmen und dann über Kreuz ziehen. Oder hier ist extra so eine Lasche, hier unten einfach mit dem Fuß reingehen, zack, draufstellen, linke Hand festhalten, rechte Hand und dann auch ziehen. Genau, ziehen kannst du erst, musst den Choke richtig einstellen hier. Also wichtig ist, dass du nur hier den Sicherheitshebel freigibst. Man kann den Choke hier ganz nach unten stellen, das ist beim Kaltstart. Da ich die gerade anhatte, ist es wahrscheinlich nicht nötig. Wenn du Kaltstart brauchst, ziehst du ein, zweimal, bis es einmal kurz aufheult. Und dann kannst du eins nach oben gehen. Dann ziehst du nochmal kräftig dran, bis der Motor läuft, löst die Kettenbremse, gibst einmal Gas, dass er sich dreht und dann kannst du arbeiten. Also ich zeig's mal. Also Kaltstart, wie gesagt, wäre ganz unten. Ja. Dann, wenn es einmal kurz aufgeheult hat, eins nach oben. Das war es eigentlich. Was wichtig ist, ja, wie gesagt, Erinnerungsvideo, ersetzt keine Kettensägenkurs. I'm so sorry. Genau. Also vor allem, wenn ihr wirklich arbeiten wollt, im Wald rausgeht, investiert da ein bisschen Geld, dann habt ihr das drauf. Das war jetzt zur Erinnerung. Jetzt dürft ihr mir die Daumen bitte drücken, dass ich mein Projekt da ordentlich fertig kriege mit der Hollywood-Schaukel, die, ja, steht da, die muss jetzt da irgendwo hochgehängt werden, muss irgendwie Dach noch konzipiert werden. Schauen wir mal, dass es klappt. Genau, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen. Falls ihr Kommentare habt oder sowas, falls ihr Tipps habt, falls ihr Hinweise habt, dass ich irgendwas doch gravierend falsch gemacht habe, bitte weist mich in den Kommentaren darauf hin. Vielleicht rettet ihr dann das Leben anderer. Aber ich glaube, es ist alles soweit richtig. Ich wünsche euch was. Schönen Tag, schönen Abend. Ich genieße jetzt noch die untergehende Sonne. Das war's. Ich komme ins Schwitzen. Wahnsinn.